Stress und reste soi-même. 11 Minuten nach der 4, ne? Der Montag Nachmittag bei Radio Argovia. Und ja, meine Kollegin Franziska Boccarelli hat eigentlich schon recht. Also, ja, Fondue, Raclette, das sind typische Schweizer Speisen, die eigentlich die kalte Jahreszeit hineingehören. Aber ich weiss natürlich auch von Sättigen, die es natürlich nicht sein lassen können. Selbst an einem strahlend schönen Sommertag bei 30 Grad natürlich das Raclette öffentlich für ein Ende. Aber definitiv, ich weiss nicht, wie es dir haben. So seit letzten Wochenende, finde ich, ist sie definitiv und offiziell eröffnet. Oder? Also Fondue-Saison 2008. Und ich habe mich mal ein bisschen umgelassen in meinem Umfeld. Ich wüsste jetzt wirklich fast niemand, der da letzten Samstag zum Gaglo gegriffen hat und darum vielleicht genau der richtige Zeitpunkt, euch auch wieder ein bisschen lustig zu machen auf das feine, käsige Gericht, das da schon gleich wieder des Öfteren wahrscheinlich wird auf dem Tisch landen. So beliebt sogar, dass im Nachbarskanton, Richtung Luzern, im Altbürischen, sich 7 junge Leute zusammen da haben und das Gefühl haben, jetzt machen wir doch gerade einen Club draus. Bis jetzt zählt der Club, der Fondue-Club da aus Altbüron noch 7 Mitgliederfängs. Es könnten aber durchweg in den paar nächsten Tagen noch ein paar mehr dazukommen. Ich weiss gar nicht. Fragen wir mal den Präsidenten, David Frank, vom Fondue-Club Altbüron. Sie sind eigentlich der offiziell Erste, den es gibt bei uns in der Schweiz. So wie es aussieht, sind wir der Einzige und der Erste, der sicher mal eine Homepage hat, aber sonst wird es wahrscheinlich schon der eine oder andere geben, der einfach nicht öffentlich ist, denke ich. Euch gibt es jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr. Gründungstag war der 1. August 2007. Genau, Was macht eigentlich der Club durch den Sommer, durch, David? Durch den Sommer durch heisst man genau gleich Fondue, einfach im Sommer verrissen. Einer, der in dem Fall nicht verzichtet, auch wenn es ein bisschen heißer ist für aussen. Nein, das ist kein Problem. David, das letzte Wochenende, glaube ich, ist die Fondue-Saison definitiv eröffnet. Was braucht es eigentlich für ein gutes Fondue? Für ein gutes Fondue braucht es sicher mal eine gute Käsemischung, gute Gewürze, einen guten Wein und natürlich Kollegen, die kommen. Erzähl mal, was passiert eigentlich, wenn ihr zusammenkommt? Ich meine, da wird Fondue gegessen, das ist auch logisch mal klar, aber ich nehme an, die Aufgaben sind noch ein bisschen besser und ein bisschen genauer strukturiert im Club innen. Was habt ihr genau für ein Ziel? Ja, also es ist ein bisschen verschieden. Also wenn wir uns jetzt treffen, dann haben wir so verschiedene Ämter bei uns treffen. Dann wären wir der Brotschneider, der unser Brot wegschneidet vor dem Essen. Und dann der Chefkoch, der das Fondue bereit macht und tut Würzen. Und dann so Servierer haben wir noch und den Abwäscher. Einfach alles dazugehört. Sind die Ämter vorweg damit schon definiert oder wird da jeweils ausgelöst, wer für was zuständig ist? Die sind vorher schon fix abgemacht und der Abwäscher, der ist einfach immer der, der neu dazukommt in Fondue-Club. Also jetzt ist so lange der Abwäscher, bis er jemand Neues dazukommt. Das sind einer von den ersten, sagst du, Fondue-Clubs in der Schweiz, die natürlich auch eine eigene Homepage hätten. Ja. Was sehen wir denn ganz genau? Also auf unserer Homepage sehen wir, unsere Mitglieder sind alle bildlich dargestellt und etwas informativ über unseren Verein, wie das wir gegründet haben und was unser Sinn und Zweck ist vom Verein. Natürlich ein Gästebuch und ein paar aktuelle Fotos sind drauf. Kann man euch dann auch Rezepte einschicken oder gebt ihr auch Rezepte weiter? Wie ist das? Das kann man natürlich auch. Kann man über das Kontaktformular mit uns Kontakt aufnehmen und wenn jemand anfragt, geben wir unser Rezept natürlich auch weiter. Stichwort Rezept, David. Was ist euch ein spezielles Fondue, das ihr am Brüsseler Büch innerhalb vom Verein? Also unser Spezialfondue ist eigentlich hauptsächlich an Gewürz, das wir drin tun. Und zwar tun wir ein bisschen Samba Olelec drin, das ihm schon Fondue ein bisschen Schärfe verleiht, dass wir nur so die Fahrt ist, sagen wir, die ist etwas speziell, anders als die anderen. Grosse Frage zum Schluss noch, David. Was macht der oder diejenige Person, die das Brot verliert? Oh, das ist immer unterschiedlich. Letztes Jahr, jetzt im Winter, hat der letzte Brot verloren und hat dann müssen ums Haus herumflitzen. Also das ist noch human eigentlich, oder? Ja, es geht noch. Das kommt darauf an, je nachdem, ob man halt schon ein bisschen Wein zu viel hat oder nicht, wird es halt ein bisschen anders, je nachdem. Also, David Frank ist das, Präsident vom Fondue Club Altbüron. Ihr dürft dem Club gerne beitreten, aber ihr habt es gehört. Als erstes Ämtli werdet ihr den Job vom Abwäscher oder der Abwäscherin fassen und das so lange, bis dann wieder jemand nächstes beitreten wird. Also das ist eine ziemliche Sache, die man vielleicht noch wissen sollte, wo die Statuten so vermerkt sind. Alle Informationen zum Fondue Club, wahrscheinlich vom ersten in dieser Art und Weise, was es gibt in unseren Breitengraden, im Internet unter fondue-club.ch. V-U.